Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Von der Wiege bis zur Bahre, der Podcast für alle Alltagsheldinnen und Alltagshelden im Sozial- und Gesundheitswesen. In diesem Podcast erwarten euch spannende Interviews mit Branchenexperten, die euch Einblicke in ihren Berufsalltag geben und ihre Erfahrungen und Methoden mit euch teilen, die ihr anschließend sinnvoll in euren Alltag integrieren könnt. Freut euch auf Einblicke in die Welt von Psychologen, Psychotherapeuten, Digitalexperten, Coaches, Unternehmern, Ärzten, Hirnforschern und vielen weiteren Gästen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, im Anschluss mit einigen unserer Branchenexperten in den Austausch zu gehen. Dazu aber mehr zum Schluss. Jetzt starten wir erst einmal und ich freue mich, unseren heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Gerald Hüther, für diejenigen, die noch nicht kennen, was ich nicht glaube, da er ja in unserer Sozialbranche in jedem Mund ist, trotzdem noch einmal die Anmoderation. Gerald Hüther zählt zu den bekanntesten Hirnforschern Deutschlands. Er befasst sich praktisch im Rahmen verschiedener Initiativen und Projekten mit neurobiologischer Präventionsforschung, schreibt Sachbücher, hält Vorträge, organisiert Kongresse. Und vor allen Dingen arbeite, was ich sehr spannend fand und gleich auch nochmal vielleicht Bezug nehmen möchte, berate für Politiker und Unternehmen und natürlich häufiger Gesprächsgast im Podcast, im Fernsehen und heute auch bei uns im Podcast. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, und was auch natürlich, was ich mir aufgeschrieben habe, Ziel seiner Aktivitäten ist die Schaffung günstigerer Voraussetzungen für die Entfaltung menschlicher Potenziale. Ja, das ist, glaube ich, so die Basis, die sich heute, auf der heute dieses Gespräch stattfinden wird. Herzlich willkommen nochmal an Sie. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass das geklappt hat und begrüße auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause oder wo immer sie sind in diesen schwierigen Zeiten. Ja, vielen Dank, genau. Der Podcast richtet sich ja vor allen Dingen an psychosoziale und pädagogische Mitarbeiterinnen, Fachkräfte. Und wie ich zu Beginn schon sagte, also da haben Sie einfach einen ganz, ganz großen Stellenwert mit Ihrer Arbeit. Wie auch hier der Raum übrigens, in dem ich sitze, hatte ich Ihnen ja im Vorgespräch schon erzählt, sage ich Ihnen nachher mal, wurde Hüther benannt. Vorne ist auch so eine kleine Biografie von Ihnen an der Tür. Also dementsprechend glaube ich einfach, dass unser Gespräch heute vielen Menschen ja notwendige Impulse geben kann, Erkenntnisse liefern kann oder ja sogar im besten Fall auch Mut geben kann. Weil das ist das erste Thema, auf das ich gerne hinaus möchte. Ich höre immer wieder, dass gerade im Sozialwesen, ich denke natürlich auch in anderen Bereichen, keine Frage, aber gerade im Sozialwesen, auch in der Einrichtung, in der ich vorher gearbeitet habe, habe ich immer wieder mitbekommen, dass die Gespräche, die ich geführt habe, so waren, dass Menschen unzufrieden waren, darauf gewartet haben, wann denn Feierabend ist. Ich werde es nie vergessen, wo ich ganz frisch nach dem Studium, auch an einem Mittwoch, dann heute ist Bergfest und ich gucke so an mir runter. Ich so, oh, was ist das denn für ein Fest? Kannte diese Redewendung gar nicht. Ich habe gedacht, oh nein, ich bin ja ganz falsch angezogen. Ich so, nein, du verstehst es falsch. Es ist Mittwoch, es sind noch 2 Tage. Und dann dachte ich, wow, okay, wenn ihr so unzufrieden seid, warum ändert ihr denn nichts? Und dann habe ich immer nur gehört, ja, wir sind ja so alt, die waren gerade mal 40 Jahre alt, haben nicht die Qualifikation, die Umstände, ich habe so schwer, ich meine Kinder und dann ist dann so unsicher und hier habe ich einen sicheren Job. Und das waren immer wieder so die Antworten, die ich bekommen habe. Jetzt meine Frage an Sie, also das fiel mir ganz schwer zu verstehen, wieso ständig gemeckert wird, aber nie was dagegen unternommen wird. Also dieses Phänomen dieser Opferrolle. Wie kann man sich das erklären? Das ist bei Da gibt es eine wunderbare Erklärung und die heißt, wir haben uns wohl geirrt, wenn wir gedacht haben, dass das Hirn zum Denken da ist, sondern das ist ein Organ, das dient dem Energiesparen. Also das Hirn versucht die ganze Zeit Energie zu sparen bei dem, was es da oben tut. Also die Nervenzellen, wenn die da alle durcheinander feuern, wenn man da nochmal was Neues anfängt, wenn man da irgendein Problem hat, verbrauchen irrsinnig viel Energie mit diesen ganzen Entladungen.
Und dann versuchen die ganz schnell, sich wieder so zu ordnen, dass wieder Ruhe in die Birne kommt. Also das heißt dann, Kohärenz ist dieser Zustand, wo es dann nicht so viel Energie braucht, weil alles besser zusammenpasst. Und das macht das Hirn auch nicht zum Jux, sondern das ist sozusagen ein Grundprinzip, nach dem alle lebenden Systeme arbeiten müssen. Also auch wir, auch eine Familie, auch ein Unternehmen oder eine Stadt. Also immer müssen die Beziehungen der Teilnehmer so geordnet werden, dass das Ganze dazu führt, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Denn, und das ist nun der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, wenn das nicht gelingt, zerfliegt das Ding und die in diesem System enthaltene Energie verteilt sich wieder gleichmäßig im Universum. So. Es ist also der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der unser Hirn dazu zwingt, Energie zu sparen. So, und da ist natürlich klar, dass man da lieber so weitermacht wie bisher, dass man sich auf neue große Veränderungen einlässt und dass man immer versucht, einen Zustand zu erreichen, wo möglichst nichts in der Birne da oben durcheinander kommt. Soweit ist die Sache erstmal erklärlich. Jetzt erkennen wir auch, was der eigentliche innere Schweinehund ist, den wir da. Das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Und wir erkennen auch, was wir da für Tricks anwenden. Das kann ja losgehen von, man hört, tut so, als hätte man es nicht gehört, wenn sowas Unangenehmes passiert. Man kann das verdrängen, man kann das. Ja, was weiß ich, also man kann den Kopf in den Sand stecken und man kann sich auch künstlich sozusagen ablenken oder aufregen. Das geht dann auch. Also da habe ich eigentlich ein Problem, das ich lösen musste, aber gucke ihm erstmal einen Krimi an oder irgendeine Unterhaltungssendung oder ich gehe shoppen oder ich trinke Schnaps. Also das gibt so viele Möglichkeiten, wie man das Hirn erstmal wieder beruhigen kann, wenn das so aussieht, als kommt da etwas auf uns zu, was gar zu inkohärent ist. Wird. Und das ist eigentlich damit relativ einfach erklärt und da hat man auch alles schon gesagt. Jetzt habe ich aber damit natürlich diese wunderbare Frage von Ihnen nicht beantwortet, nämlich wie kommt man denn aus so einer blöden Nummer wieder raus? Also wie überredet man sein Hirn, obwohl es eine Möglichkeit gäbe, ruhig sitzen zu bleiben und nichts zu tun auf dem Sofa, auf einmal etwas Neues anfangen zu wollen, was Neues lernen zu wollen, sich nochmal sozusagen ins pralle Leben zu stürzen, wo es doch genau weiß, dass es da draußen hektisch zugeht, dass es da also viel Durcheinander gibt und dass da ein Haufen Energie verbraucht wird, sodass schon im selben Augenblick, wo Sie das zu jemand sagen, bei dem die innere Stimme sich meldet und sagt, bleib lieber sitzen. Und weiß, was da passiert. Ja, und dann haben wir das Theater. Ja. Viele, wenn ich da kurz drauf eingehen darf, viele Sachen, wo ich jetzt nochmal Fragen habe, aber wie Sie das schon sagen, dieser innere Schweinehund oder das zu erkennen, doch loszugehen. Es gibt ja dann trotzdem noch die eine Gruppe, die einem versucht, das dann, ja, das, die eigene Unzufriedenheit auf einen selbst zu übertragen, so bei meiner Erfahrung, ach, du bist noch jung, du wirst es auch erkennen, dass Montag ist immer doof und das ist, weil du so jung bist, bist du noch so begeistert und so weiter. Und dann gibt es ja aber die andere Hälfte, die da rauskommt, sage ich mal, die sagt, nee, und ich nehme jetzt, ich weiß, es kostet Kraft, aber ich gehe da jetzt raus. Was ist denn dieser Funken, der dann die andere Hälfte ausbrechen lässt? Naja, das ist ja so, dass es diesen Zustand, wo alles passt im Hirn, wo wir eigentlich alle hinwollen, ne? Also der Mensch von Schlaraffenland oder Paradies oder keine Ahnung, Nirvana, wir nennen das dann also, wir haben da viele schöne Namen für eine Welt, in der alles wunderschön ist und alles passt. Und im Hirn würde das heißen, das wäre ein Zustand, wo rechts und links und oben und unten und das, was man früher erlebt hat, mit dem, was heute passiert, alles richtig schön zusammenpasst, wo Denken, Fühlen und Handeln eine Einheit ist, wo man sich mit seinen Freunden und anderen Menschen und anderen Lebewesen auf diesem Planeten aufs Engste verbunden weiß und dann vielleicht auch noch kosmisch oder weiß der Kuckuck wohin im Himmel. So, und das ist dann, da passt dann alles. So. Mhm. Und da wollen wir alle hin, da will das hier vielleicht auch gerne hin, weil das wäre dann der Energiesparzustand per excellence. Aber wenn man einen Augenblick drüber nachdenkt, heißt das, das geht ja gar nicht. Also das ist ja genau das Kennzeichen von Leben, dass es nie passt. Ja,
Ja. Also das heißt, diesen Zustand, wo alles passt, erreichen wir bestenfalls, wenn wir gerade eben gestorben sind. Vorher passt es nie. Da gibt es immer irgendwas, was einen stört. Da gibt es immer irgendwas, wo man wieder versuchen muss, eine Situation, wo das da oben im Hirn zu einer Inkohärenz geführt hat, dass man das wieder kohärenter macht. Und da wird es jetzt interessant, immer dann, wenn uns so etwas gelingt, dass wir eine inkohärent gewordene Situation vorfinden oder die sich eingestellt hat, das heißt, wir haben ein Problem und es gelingt uns dann, das Problem zu lösen und damit wieder Kohärenz im Hirn herzustellen, etwas mehr Kohärenz als vorher jedenfalls, da wird ja Energie frei. Das eine hat viel Energie verbraucht und jetzt wird weniger Energie verbraucht und das kann man sich relativ einfach so vorstellen, als ob dann damit Zellen im Mittelhirn aktiviert werden. Zellen im Mittelhirn, die jetzt auf einmal mit langen Fortsätzen so wunderbare Botenstoffe ausschütten, die so ähnlich wie Dünger wirken. Also das Gefühl ist sowieso. Also die wirken auch so ähnlich wie Heroin und Kokain, aber die führen auch dazu, dass im Hirn sogenannte Wachstumsfaktoren freigesetzt werden, also Substanzen, die Nervenzellen helfen, nochmal neue Fortsätze zu bilden, neue Verknüpfungen zu machen, Netzwerke auszubauen. Und das ist praktisch wie so ein Dünger. Das heißt, immer wenn wir was gut hingekriegt haben, dass es wieder passt, wenn wir einen unpassenden, inkohärenten Zustand in einen passenderen, kohärenteren Zustand überführen konnten, wird im Hirn Dünger ausgeschüttet. Und mit diesem Dünger wird genau das im Hirn gedüngt, was wir gebraucht haben und benutzt haben, um das so gut hinzukriegen. Na, zum Beispiel habe ich Streit mit meinem Chef und kann das nicht lösen und renne dann nach Hause und bin abends noch vollkommen durcheinander und das ist völlig inkohärent und dann finde ich die Schnapsflasche, trinke die halb leer, dann passt es wieder. Dann weiß ich gar nicht mehr, dass ich Streit habe, ich weiß auch nicht mehr, dass ich einen Chef habe. Dem Hirn ist das im Grunde genommen recht. Und dann wird das natürlich auch gedüngt. Das kann sein, dass ich am nächsten Tag schon viel leichter zur Schnapsflasche greife und auf diese Weise entsteht dann eine Abhängigkeit, in diesem Falle vom Schnaps. Andere Leute machen andere Sachen. Wir hatten vorhin schon drüber gesprochen. Da muss man auf einmal einkaufen oder man muss auf einmal sich ablenken oder aufregen oder was weiß ich was machen. Das heißt, das sind alles Lösungen und die werden am Anfang gefunden, weil man nicht weiß, wie man es richtig lösen soll, das Problem, was man da hat. Da macht man ersatzweise irgendwas und wenn das zu was führt, nämlich dass es da oben besser passt, wird das gedüngt, was man da gemacht hat und im Hirn wird das immer stärker. So werden dann im Hirn aus kleinen Nervenwegen so allmählich Straßen und am Ende sind das richtige Autobahnen. Dann haben sie eine Suchterkrankung. So, und wir sind alle sozusagen ständig in Gefahr, dass wir auf so etwas hereinfallen, dass wir sozusagen lieber den Spatz in der Hand haben als die Taube auf dem Dach. So, sind Sie wieder bei Ihren Kollegen. Die Genau. sind alle leider darauf reingefallen, dass Das sie war ja. eine Lösung in ihrem Leben für ein Problem gefunden haben, was ihnen jetzt, je älter sie werden, immer stärker ans Bein läuft und sie dann eigentlich auch alt macht, sie ihnen die Freude am Leben verdirbt und eigentlich, wenn man so jung ist und sagt, warum machen die denn das, versteht man es gar nicht. Das wird aber Absolut. schon ein bisschen besser, wenn wir es so rumdrehen, wie wir es eben gemacht haben und sagen, das ist die Lösung, die die gefunden haben. Jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, was das Problem war, für das diese Lösung geeignet war. Spannend. Ist es, die Frage habe ich mir nämlich auch schon oft gestellt. Ist es vielleicht auch die Angst vor der eigenen Macht, also zu sehen, zu wie viel bin ich denn in der Lage, Angst vor Veränderung? Heißt, eigentlich sind diese Grenzen ja gar nicht da. Und wenn die in sich hineinfühlen, und ich in den Gesprächen, die ich geführt habe, habe ich ja auch gemerkt, dass in den Augen doch diese Antwort war, ja, irgendwie gehe ich damit in Resonanz, was du sagst. Aber ich hole lieber wieder meine unsichtbare Armee voller Ausreden, damit ich diese Situation nicht verlassen kann. Also ich glaube, es war oft auch irgendwie diese Angst vor Ungewissheit. Ja, wir können es richtig konkret machen. Also was müsste Ihnen zugestoßen sein? Als Kind sind Sie ja mal auf die Welt gekommen mit einer irrsinnigen Entdeckerfreude und Gestaltungslust.
Das heißt, da haben sie sich noch nicht gefreut, dass die Woche bald vorbei ist und dass sie dann in der zweiten Hälfte der Woche dann endlich Ruhe haben, sondern da waren sie jeden Tag so unterwegs. Und jetzt heißt die Frage, was muss passiert sein, dass sie plötzlich aufhören, diese Freude zu empfinden, am eigenen Entdecken und am eigenen Gestalten? Wir wollen nicht lange rumraten, aber es ist eine schöne Frage. Und die Antwort heißt, sie müssen mit ihren Versuchen, etwas entdecken zu wollen, gescheitert sein. Mhm. Ja. Also entweder, weil sie es nicht hingekriegt haben. Und das ist aber selten. Kinder kriegen eigentlich immer alles hin. Also manchmal nehmen sie sich zu viel vor, aber dann merken sie schon, dass das ein bisschen groß war, der Riesenhaufen, den sie sich da hingekippt haben. Aber eigentlich kriegen sie alles hin. Das, was also wahrscheinlicher ist, ist nicht, dass sie es nicht hingekriegt haben, dass sie es nicht gestalten konnten, sondern dass sie es nicht durften. Das wird jetzt interessant. Das könnte sein, dass jemand gekommen ist und hat gesagt, du sollst das nicht so machen, sondern so. Mhm, mhm. Wenn ich jetzt mal an die Schulzeit zurückdenke, da war das... Da, ja, genau da war das. Das war immer so, das, was mich so ein bisschen dann auch stiller gemacht hat, dass ein Thema wurde besprochen und ich hatte dann eine Idee dazu. Und, wir können das doch so... Nein, können wir nicht. Wow. Okay, also anscheinend ist es falsch, was ich da im Kopf habe. Oder was ich noch wissen möchte, Fragen. Zum Beispiel, können wir da noch das thematisieren? Nein, das steht nicht im Lehrplan. Wir machen jetzt so und so weiter. Zack. Und dann merkt man natürlich, okay, stößt Eck irgendwie an. Ich halte mich mal lieber zurück. Weil das, was ich da im Kopf habe oder was ich entdecken möchte, ist nicht richtig. Ja, also das genauso. Und wenn man es noch ein bisschen allgemeiner sagen will, heißt es, wir kommen alle als Entdecker und Gestalter, als Subjekte. Das Subjekt ist einer, der was machen will. Mhm. Ich will. So, als Subjekte kommen wir zur Welt, machen das in den ersten 3 Jahren ziemlich perfekt, lernen dadurch auch alles, was man fürs Leben so in dieser kurzen Zeit lernen kann. Also nebenbei gesagt, das ist mehr, als man den Rest des Lebens noch lernen kann. Mhm. Also sprechen zum Beispiel oder auf 2 Beinen laufen, das sind ja hochkomplizierte Sachen, wenn man vorher gar nichts davon kann. Und dann kommen plötzlich Erwachsene. Dann wachsen wir ja nicht in so eine Welt rein, wo wir so weitermachen können, sondern dann gibt es Erwachsene, die haben bestimmte Vorstellungen davon, worauf es im Leben ankommt. Und die machen uns nun, die sagen uns, jetzt dürfen wir nicht mehr, was wir wollen, sondern jetzt müssen wir, was wir sollen. Also die sagen uns, was wir zu tun und zu lassen haben. Das heißt mit anderen Worten, die machen uns zum Objekt ihrer Vorstellungen, ihrer Erwartungen, ihrer Belehrungen, ihrer Bewertungen, ne, auch ihrer Maßnahmen, am Ende auch noch ihrer Anordnungen. So. Und da muss man sagen, dass wir haben das alle überlebt, aber wer sich noch ein kleines bisschen daran erinnern kann, an ganz am Anfang, als das losging damit, dann kann der fast diesen Schmerz noch spüren, wie der damals als kleines Kind das erste Mal spüren musste, er darf nicht das machen, was er sich ausgedacht hat, sondern er soll das wiederkäuen, was die anderen von ihm verlangen. So, und das ist eine irrsinnige Inkohärenz im Hirn. Da geht es wirklich total durcheinander. Da wird eine Unmenge von Energie verpulvert und da muss man ganz schnell eine Lösung finden, sonst stirbt man. Die Hirnforscher können sogar zeigen, dass selbst bei Erwachsenen, denen sowas passiert, dass die wie ein Objekt behandelt werden und nicht mitmachen dürfen, dass da die gleichen Bereiche im Hirn aktiviert werden, die auch dann aktiviert werden, wenn man körperliche Schmerzen hat. Das ist so ungefähr, muss man sich das vorstellen. So, und da muss man jetzt eine Lösung finden. Man kann ja auch nicht mit diesen Schmerzen die ganze Zeit rumrennen. Dann muss man so. Nun können die doch aber jetzt die Erwachsenen nicht ändern, die kleinen Kinder. Können doch die Erwachsenen nicht ändern, die sie zum Objekt machen. Sondern was dann bleibt, ist, sie selbst müssen eine Lösung suchen. Und wie sieht die Lösung aus? Die Lösung sieht so aus. Meine Gestaltungsfreude und meine ganze Lernlust nützen mir nichts. Die müssen weg, damit ich denen folgen kann.
Und damit ich deren Erwartungen erfüllen kann, muss ich aufhören, selber zu denken, selber was tun zu wollen, kreative Ideen zu haben. Das muss alles weg. Und das versuchen die dann auch, die Kleinen, mit aller Macht irgendwie, damit sie endlich gut funktionieren. Und die Lehrerin und die Mama und wer nicht alles sie lieb haben, da packen die ihre ganze Freude am Entdecken, am Gestalten, am erfinderisch sein und am Umherrennen und packen die alles, wird alles im Hirn sozusagen mit hemmenden Netzwerken überbaut. Das ist ja praktisch, es ist inkohärent und das Hemmen dieses Impulses, zum Beispiel eines Bewegungsimpulses, ist ja eine Lösung. Dann sehe ich auf einmal, dann werde ich nicht mehr ausgeschimpft und dann kann ich auch im Unterricht in der Klasse besser aufpassen. Also hemme ich mir das weg und dann ist es wieder kohärenter. Solange ich diesen Impuls noch habe, passe ich gar nicht in die Welt, also weder in die Familie noch in die Schule oder in den Kindergarten. Also muss das weg und das wird dann tapfer weggehemmt, bis es wieder passt. Und dann hat man ein Hirn, mit dem man wieder in diese Welt passt, in der keiner gebraucht wird, der selber denkt und selber was gestalten will. So, das gelingt manchen besser, ne? Jetzt ihren Arbeitskollegen schon. Da ist auch keiner gekommen, der denen geholfen hat, wieder aus dieser Nummer rauszukommen. Und manchen gelingt es nicht so gut. Und manche sind auch einfach noch jünger und haben sich noch nicht so sehr weggehemmt. Also ich nenne das immer eingewickelt. Man wickelt dieses Bedürfnis im Hirn förmlich ein, so dass es dann überhaupt nicht mehr so richtig zur Wirkung kommt. Und dann funktioniert man prächtig. Manchen gelingt es sich selbst, also ihre Bedürfnisse so gut einzuwickeln, dass die so gut in die Gesellschaft passen, dass sie am Ende sogar dort richtig erfolgreich sind. Mhm. Meinen Sie, das hat sich verändert? Meinen Sie, dass die Leute heutzutage sich... Ja, heute wollen die noch erfolgreicher sein als früher. Das ist dieses Erfolg haben und sich durchsetzen und Anerkennung finden und von anderen hoch bewertet werden. Das, glaube, das war noch nie so schlimm wie heute. Das kann auch sein, dass das durch das Internet und die ganzen Vergleiche ständig stattfindet. Und in der Tat, man wird ja überall bewertet. Ja. Da will man diese Bewertungskriterien natürlich erfüllen, sonst ist es ja immer inkohärent. Wenn ich so negativ bewertet werde, da ist inkohärent, was heißt, meine Lösung, ich streng mich an und versuche so zu werten, dass sich die Bewertung sozusagen verbessert. Das ist ganz wichtig. Und damit entsteht sowas, früher haben die das fremdbestimmt genannt. Ist gar nicht mehr man selbst, sondern... Man macht das, was notwendig ist, aber eigentlich ist das gar nicht das, was man will. So wie wir es jetzt erklärt haben, ist es, glaube ich, viel, viel schöner und lässt sich Wissenschaften, also lässt sich auch objektiv besser fassen. Man muss die Bedürfnisse, die man hat und mit denen man aber nicht in die Welt passt, in die man hineinwächst, weghemmen. So. Und wenn man die hinreichend gut weggehemmt hat, dann sind die fast nicht mehr zu spüren. Dann melden die sich auch nicht mehr. Und da hat man kein Bedürfnis mehr, was zu gestalten. Da hat man auch kein Bedürfnis mehr, noch mal was Neues zu lernen. Manche haben noch nicht mal mehr das Bedürfnis, ihr kleines Dorf zu verlassen. Ja, manche haben in der Partnerschaftsbeziehung, obwohl die so furchtbar ist, nicht mal mehr das Bedürfnis, endlich abzuhauen. Ja. Das als energiesparender Zustand. Es ist energiesparender, da zu bleiben, als fortzulaufen. Meinen Sie, wenn der Schmerz groß genug ist, dass es dann auch zu Veränderungen kommen kann? Also ich glaube eher nicht, weil Schmerz heißt ja, man müsste in eine schwere Krise geraten. Man müsste Angst haben. Und da neigen Menschen in solchen Krisen und Angstsituationen, wo es total inkohärent im Kopf wieder wird, dann neigen die eher noch mehr vom Alten zu versuchen. Also noch braver, mehr anstrengen, noch mehr die alte Nummer und so. Also ich glaube eher, Krisen führen uns da nicht so richtig weiter. Das ist jetzt auch mit der Corona-Krise so, dass ich glaube, dass die versuchen alle hinterher genauso weiterzumachen wie vorher, obwohl das also doch sehr energieaufwendig ist. Ja, bitte. Ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Was ich jetzt gerade noch mal aus Ihrem Satz davor, das ist vielleicht jetzt weit hergeholt, aber spannend, Ihre Meinung dazu zu hören. Sie haben gesagt, jetzt
ist es sogar noch stärker durch diesen Vergleich und so weiter. Und trotzdem habe ich, wenn ich jetzt mal nur in meinen Mikrokosmos gucke, das Gefühl, dass jetzt gerade so Mitte 20 doch so dieses Bedürfnis ist nach Ausbrechen, Autonomie, aber jetzt schließe ich wieder den Kreis, inwiefern denn wirklich oder in diesem angepassten Rahmen, heißt selbstständig, viele möchten sich jetzt selbstständig machen, was Eigenes machen, aber trotzdem habe ich das Gefühl, sind sie noch sehr gefangen in diesem System. Also dass das quasi nur eine Maske ist, um sich selbst ein besseres Gefühl geben zu können. Ja, das kann gut sein. Es dauert auch sehr lange, bis solche Muster, das sind ja gesellschaftliche Muster, die sich da und auch persönliche Verhaltensmuster, die lösen sich nicht so schnell auf. Also wo ich noch am ehesten der Überzeugung bin, dass das interessant ist, dorthin zu schauen, ist die nachwachsende Generation immer, weil die noch nicht so sehr in den Verwicklungen drinstecken. Also die haben noch nicht sich so sehr weggehemmt. Das ist alles noch vitaler. Die haben mehr Power. Also Greta zum Beispiel und die Friday for Future Bewegung, das ist sowas, die sind noch ziemlich lebendig. Und die lassen sich auch von diesen ganzen Beschwichtigungs- und wie auch immer Argumenten nicht entmutigen. So, also das heißt, da ist sicherlich eine Phase im Leben, wo man noch nicht so verwickelt ist und wo man tatsächlich zu den Kräften in der Gesellschaft gehört, die das Neue suchen. Und dann wird das aber schnell sozusagen eingewickelt. Zu meiner Zeit, als ich noch jung war, gehörten die Studenten auch noch dazu, die aufsässig gewesen sind und nicht mit 68 und so. Jetzt ist interessant, die packen es auch nicht mehr. Die sind schon als Studenten, also das heißt, die Schule macht so ein perfektes Werk, dass dann am Ende die Studierenden auch schon eher nur noch versuchen, möglichst schnell fertig zu werden, damit sie ihre Abschlüsse kriegen und damit sie dann Geld verdienen können oder was weiß ich was. Das heißt, da ist eine ganze Generation von Studenten auch schon nicht mehr in der Lage und hat auch schon keine Lust, sich nochmal irgendwie aus dem Trott zu entfernen. Die latschen schon tapfer mit auf der Straße derjenigen, die alle in dieselbe Richtung gehen. Und die heißt, wir sind eine Leistungsgesellschaft. Jeder muss sehen, dass er sich behauptet und jeder macht es dann auf seine Weise. Und da könnte es sein, dass das im Augenblick auch eher Teile dieser jüngeren Generation sind, die sagen, das mache ich nicht mit und ich mache ein Start-up und ich gründe ein eigenes Unternehmen. Und zum Teil ist es auch für Mitglieder dieser älteren Generation ein bisschen schick, nicht mehr sozusagen so auszusehen, als würde man total dazugehören. Ja. Verstehe. Was in Bezug nehmen zu Ihrem Buch, was jetzt auch rausgekommen ist, im Februar meine ich, Education for Future, was braucht es denn, um in Schulen vor allen Dingen, um die Bildung von den Heranwachsenden, ja, ich sage mal, besser zu gestalten, um mehr Potenzial vor allen Dingen zu entfalten? Also ganz ehrlich, deshalb habe ich dann auch das Buch geschrieben, ganz ehrlich bin ich nach allem, was ich bisher versucht habe in den letzten 20 Jahren, der festen Überzeugung, dass wir die Schule nicht verändern können. Das ist ein System, das stammt aus dem vorigen Jahrhundert, das hat sich etabliert, das ist ähnlich wie Parteien und was es noch so alles für sonderbare Einrichtungen gibt, die kriegt man einfach nicht verändert. Die erhalten sich selbst, sich selbst stabilisierende Systeme. Und in den Schulen ist es so, dass die einzige Möglichkeit, dass sich dort was tut, dann entstünde, wenn es die Eltern nicht mehr mitmachen wollten. Also aus dieser Ecke muss der Wind kommen. Entweder die Schüler machen Aufstand und sagen, ich gehe da nicht mehr hin. Oder die Eltern machen Aufstand und sagen, ich schicke mein Kind da nicht mehr hin. Gut, das machen die Eltern ja wahrscheinlich in den wenigsten Fällen, weil die wollen ja auch, dass die Kinder am besten in die Schule gehen. Die müssen ja selbst arbeiten und so weiter. Also und trauen sich auch nicht, sind auch im Schulsystem aufgewachsen. Und deshalb sind sie alle der Überzeugung, dass das der richtige Ort ist. Sie haben es ja selbst auch überstanden.
Man muss sich ja auch anpassen. Man kann ja nicht das ganze Leben lang hier so rummachen. Und das Leben ist kein Ponyhof. Und das ist schon mal ganz gut, wenn die da in der Schule ordentlich lernen, dass es auf Leistung ankommt. Und das sind dann die ganzen Sprüche, die sie dann runterbeten. Und wenn jetzt ein Politiker, ich habe das ja oft auch mit Politikern besprochen, sogar mit Frau Merkel, also wenn jetzt ein Politiker sagt, okay, ich glaube, dass die Neurowissenschaftler und die Psychologen und die meisten Pädagogen recht haben, es wäre besser, wir verteilen keine Schulzensuren mehr. Mhm. Oder nur mal was ganz Kleines, wir hören auf, Kinder sitzen zu lassen. Ja. So. Und das würde dann heißen, muss man auch irgendwie mit den Schulzensuren da irgendwie anders umgehen. Da würde jemand, der das in seinem Bundesland für die Schulen in diesem Bundesland beschließt, der wäre bei der nächsten Wahl weg. Ja, auch wenn der sagen würde, wir reduzieren jetzt mal den Unterricht in Mathe, Deutsch und Englisch und den naturwissenschaftlichen Fächern und machen dafür mehr gestaltende Fächer, wo die Kinder und Jugendlichen mal lernen, mit den Händen wieder was zu machen, wo die was planen, was bauen, was organisieren können. Da würden die meisten sagen, nee, die brauchen unbedingt Mathe, die MINT-Fächer sind die wichtigsten, dann wäre dieser Kultusminister wieder weg. Ja. Das heißt, so lässt sich nichts ändern, es sei denn, es gelingt uns in den Köpfen der Erwachsenen, einen Shift herbeizuführen, dass die sagen, nein, so wollen wir es nicht mehr. Das war der Grund, weshalb ich dann mit zwei Kollegen aus Leipzig das Buch geschrieben habe. In dem Buch steht eigentlich drin, dass das, was Kinder in der Schule heutzutage lernen, vielleicht im letzten Jahrhundert okay gewesen ist, aber dass es in diesem Jahrhundert definitiv nicht okay ist. Im Gegenteil, und darüber reden wir jetzt die ganze Zeit, das, was sie dort lernen, ist, dass Lernen keinen Spaß macht, ja, dass das sich für etwas einsetzen umsonst ist und was noch alles für sonderbare Sachen mit dem Ergebnis, dass sie dann auch keine Lust aufs Arbeiten haben und dann ist es kein Wunder, dass sie sozusagen in der Mitte der Woche die Halbzeit feiern, weil sie die Hälfte dieses furchtbaren Jobs schon überstanden haben. Und wenn man sie fragt, warum sie arbeiten, wenn man sie fragt, warum sie in die Schule gehen, dann sagen sie, weil ich muss. Und wenn man sie fragt, warum sie arbeiten gehen, dann sagen sie, weil ich Geld verdienen muss. So, und weil die Arbeit so furchtbar ist und sie damit das Geld verdienen, müssen sie sich dann auch anschließend dafür belohnen, dass sie dieses Furchtbare ausgehalten haben und müssen sich was gönnen. So, und davon lebt unsere Konsumgesellschaft. Ist ja ein ewiger Kreis. Ist ja ein ewiger Kreis, wo es immer weitergeht. Ist etwas, was sich selbst erhält, ja. Und ja, dann, ja, glaube ich, wird es Zeit, dass wir das verstehen, wie es solche, ich nenne das immer, oder wir in der Biologie, wir nennen das Selbstorganisationsprozesse, wie die funktionieren. Da ist gar keiner da, der das macht, sondern das eine ergibt sich aus dem anderen und am Ende kommt man aus der Nummer gar nicht mehr raus. Und da dann zu suchen, wo die Zipfelchen sind, an denen man raus könnte, das ist dann spannend. Ich will Ihnen mal ein Zipfelchen beschreiben. Das ist das Zipfelchen, was wir vorhin so ein bisschen angedeutet haben. Aber dann sind wir nicht weitergekommen. Das ist die Frage, wie kann man einem Menschen, der sich so furchtbar verwickelt hat, der seine ganzen lebendigen Anteile und Bedürfnisse so weit eingewickelt hat, dass er nur noch funktioniert, und auch noch so gut wie möglich funktionieren will, wie kann man den sozusagen wiederbeleben? Wie kann der wieder in eine Situation kommen, wo der Lust kriegt, sich wieder selbst auszuprobieren? Und da hatten wir vorhin gedacht, es könnte eine Krise sein. Der müsste sozusagen mit seiner Selbstfunktionalisiererei gegen die Wand laufen und dann könnte er sich vielleicht besinnen. Und dann hatten wir aber gesagt, wahrscheinlich macht er erst recht noch so weiter und sucht sich nur eine andere Wand. Und jetzt nochmal die Frage, was könnte denn doch eventuell helfen? Und da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Und ich glaube, habe ich es verstanden, dass was helfen könnte, ist, wenn diese betreffende Person Gelegenheit bekommt, nochmal mit diesen verwickelten Bedürfnissen in Berührung zu kommen, die diese Person damals als Kind oder Jugendlicher verwickelt hat. Und also neue Erfahrungen. Mit der Bewegungsfreude zum Beispiel oder mit Gestaltungslust oder mit der Lernfreude oder auch mit seiner eigenen Sinnlichkeit, mit seiner eigenen Körperlichkeit.
So, und das könnte passieren, dass einem das passiert, dass man plötzlich Kontakt kriegt zu diesem, was man da so tapfer vor Jahrzehnten schon eingewickelt hat und auch die ganze Zeit versucht hat, unten zu halten. Und dann geht man ins Kino oder man liest ein Buch oder man geht durch den Wald oder ins Theater oder man hört eine Musik im Konzert oder wo und oder man begegnet einer anderen Person und in dem Gespräch und dann auf einmal merkt man, jetzt ergreift es einen. Jetzt berührt, jetzt kriegt man wieder Kontakt zu etwas, was da in einem drin ist und spürt, dass das schade ist, dass man das eingewickelt hat und dass das gar nicht mehr raus kann. Dass man jetzt gar nicht mehr so spontan sein kann, dass man gar nicht mehr diese wahnsinnige Freude und Begeisterung erlebt, schon seit Jahrzehnten nicht mehr, dass man auch einen schlechten Sex hat und keine Ahnung, was noch alles. Und dann sagt man sich, das will ich jetzt nicht mehr. Das will ich, ich will wieder so eine sein, wie ich mal bin. Ich habe mir das Schönste von mir zugemauert. Ne? Und dann gibt es diese Situation, die kennen wir auch alle, wo solche Personen, die so mit sich selbst wieder in Berührung gekommen sind, dass die Kehrtwende machen. Die sagen, nee, mach ich nicht mehr. Geh da raus. Ich bin ab jetzt. Wenn die Sehnsucht so groß ist, und wenn oder? Ich meine, genau, wenn ich meine Beziehung in Frage stelle, wenn ich meine Arbeitsstelle in Frage stelle, wenn ich meine Freunde in Frage und alles verliere, aber das, was ich notwendigerweise machen muss, damit die mich alle mögen, mache ich nicht mehr. Ich will ich sein. Wow, so, das sind Sternstunden. Sternstunden, ja. Wo ein Mensch zu sich selbst erwacht. So, das finde ich fantastisch. Ist natürlich nicht organisierbar. Kann man auch nicht so als Massenveranstaltung organisieren. Oft können einem auch andere Menschen dabei helfen, das wieder zu erkennen, glaube ich. Ne? Oder wie, ja, wie das sehen ist das Häufigste. Das? Das ist das Häufigste. Ja. Das ist, und zwar nicht, indem die einem belehren, was man alles jetzt machen muss und wie man das alles wiederentdecken muss, sondern indem man ihnen begegnet und spürt, die haben es. Die haben es in sich, die sind so. Und die haben es irgendwie geschafft, dieses Verwickelte entweder auszuwickeln oder es gar nicht so sehr einzuwickeln. Nennt man dann, die sind authentisch. Die haben auch ein Charisma, diese Leute. Das heißt, da fühlt man sich auch angezogen. Und wenn man solchen Menschen begegnet, kann es sein, dass man plötzlich mit diesem verwickelten Teil in sich selbst dann auch wieder in Berührung kommt. Und dass man ihn dann auswickeln will. Toll. Also das ist so schön. Ich habe direkt ein paar Beispiele im Kopf, weil ich erlebt habe, was es mit Menschen macht, wenn man ihnen einfach mal auf den Spiegel vorhält oder in Worte fasst, was man selbst in diesen Menschen sieht. Und dann löst es dieses Gefühl aus, so, boah, er sieht das, ich spüre das ja auch in mir, aber ich deckel das die ganze Zeit. Und dann entsteht erstmal wieder dieser Kontakt zu dem Potenzial. Und das finde ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Ja, es ist auch, man kann auch anderen Menschen ein bisschen helfen, dass sie überhaupt wieder etwas achtsamer werden. Man muss ja, wenn man so gut funktionieren will, also sehr unachtsam werden. Man spürt nicht mehr in seinen eigenen Körper rein und man lässt auch vieles nicht mehr zu. Und wenn man jetzt so anfängt, ein wenig achtsamer mit sich selbst und mit anderen und mit der Welt und den Dingen umzugehen, dann hat man noch nicht die Berührung, aber die Chance, dass die Berührung stattfindet, ist natürlich plötzlich viel größer. Klar. Wir können die Berührung eines anderen nicht machen, aber wir können helfen, Rahmenbedingungen herzustellen, innerhalb derer es sehr wahrscheinlich ist, dass es sie stattfindet. Total schön. Würden Sie sagen, in Anbetracht der Jahre, die Sie jetzt einfach auch forschen, dass sich da... Ja, sehr schön. Nein. Dass sich das durchaus verändert hat bei den Erwachsenen, weil Sie sagten ja, wir müssen in Ihrem Buch auch, wir müssen bei den Erwachsenen ansetzen. Hat sich da, erkennen Sie, dass ein Umdenken stattfindet? Oder würden Sie sagen, das ist immer noch sehr, sehr festgefahren? Ich sehe sehr viele junge Eltern, die es früher in dieser Weise nicht gab, die tatsächlich so eine gute Verbindung mit ihren Kindern haben, dass die nicht zulassen, wenn sich das Kind in der Schule nicht wohlfühlt. Wenn man sie sich dann genauer anschaut, dann sind das oftmals Eltern, die von Anfang an in einer anderen Beziehung zu ihren Kindern sind. Also
Ich habe meiner Mutter, die jetzt 93 ist, mal erzählt, dass jetzt junge Mütter ihre Babys unmittelbar nach der Geburt windelfrei großziehen. Und dann hat sie gesagt, das geht doch gar nicht. Und dann weiß ich aber, dass das geht. Man kann als Mutter so eine Sensibilität für die kindlichen Muster hervorbringen, dass man das spürt, wenn das Kind mal muss. Dann brauchen die keine Windeln mehr. Und dadurch sind die aber auch sehr gewahr, was die Bedürfnisse des Kindes sind. Sie spüren das ganz leicht und sind auch sehr verbunden mit diesem Kind und machen es dann auch nicht zum Objekt, sondern die versuchen dem Kind auch seine eigenen, also ihm das Gefühl zu geben, dass es seine eigenen Lernprozesse selbst gestaltet. Also die lassen da auch viel mehr zu, als unsere Eltern noch zugelassen haben. Mit dem Ergebnis, dass die Kinder dann in die Schule gehen und dann nach dem Problem, wo wollen sie auch gerne hin, und dann aber nach 2, 3 Monaten oder wann auch immer kommen die nach Hause und sagen, Mama, da gehe ich nicht mehr hin, ich will da nicht mehr hin. Und dann fragt die Mutter, dann macht die Mutter aber kein, bei meiner Mutter hätte noch gesagt, da muss man hin, da müssen alle hin, da gehst du auch hin. Genau, ja. So, diese jungen, Eltern, die sagen dann, okay, dann erzähl mir mal, was da ist. Und dann erzählt das Kind das und dann sagt die, okay, dann gehen wir morgen zum Direktor und dann sagst du das dem Direktor. Und dann schnappt die den Kleinen und geht dann mit dem zum Direktor und der Direktor muss sich das anhören, warum das Kind Bauchschmerzen kriegt, wenn es daran denkt, dass es morgen wieder in die Schule gehen muss. So, und dann hat die Schule ein Problem. Ja, und dann sagt die Mutter, stellen Sie das bitte ab und bevor Sie das nicht abgestellt haben, schicke ich mein Kind nicht mehr zu Ihnen. Das ist eine Schule und keine Einrichtung, wo sich Kinder ängstigen und wo die ihre Freude am Lernen verlieren sollen. So, und das ist natürlich spannend, weil auf diese Art und Weise wird ja alles in Frage gestellt, was in der Schule passiert. Das ist sehr ermutigend und macht wieder deutlich, dass es immer diese jungen Unverwickelten sind, die eine Gesellschaft sozusagen von unten her aufwickeln. Und das wird ja nochmal, schön finde ich daran ja wirklich, dass sie ja schon ja, eine Zeit lang sich damit beschäftigen und auch durchaus merken, es findet Veränderung statt. Es findet Veränderung in den Köpfen statt. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt an der Schule ansetzen kann, aber gerade auch Eltern, die erkennen, was brauchen denn meine Kinder, die auch Potenziale erkennen und nicht hemmen. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Noch ein Thema, worauf wir vorhin, das wir angeschnitten haben kurz, aber gar nicht richtig reingegangen sind, da hatten Sie gesagt, ja, und die ganze Gesellschaft aktuell, die Digitalisierung und so weiter und dieses Thema Digitalisierung gerade auch von der, wir sind ja auch Bildungsanbieter, Weiterbildungen, die wir jetzt auch digital anbieten, wie stehen Sie dazu? Also das ist jetzt einfach auch viel Wissen online vermittelt werden kann. Vor allem sind es ja auch Weiterbildungen, wo sich Menschen entscheiden, diese, sage ich mal, freiwillig zu machen. Heißt, ich interessiere mich dafür und ich möchte gerne mehr Wissen in diesem Bereich haben und nicht wie in der Schule, so du musst ja jetzt hin. Sehen Sie das als Chance oder sehen Sie das eher als Herausforderung, weil einfach zu viele Möglichkeiten da sind? Dass auch da Menschen sich fragen, ja, was soll ich denn genau machen, wo soll ich denn mir genau, welche Weiterbildung soll ich machen und so weiter. Also Chance oder Herausforderung, ist so die Frage. Das hängt davon ab, weil eine ganz andere Frage viel entscheidender ist in diesem Zusammenhang. Und die haben Sie ja eben schon genannt, das ist die Frage, will da jemand was lernen oder muss da jemand was lernen? Wenn jemand was lernen muss, ist es besser, da steht ein Lehrer davor, und macht Frontalunterricht, da kann er wenigstens nicht abhauen. Und wenn er in der Nase popelt oder aus dem Fenster guckt, kann der Lehrer sagen, hallo, hier bin ich und das wird jetzt hier gerade durchgenommen. Und was habe ich zuletzt gefragt? Ja, so. Ja. Das heißt, da kriegen Sie die Leute, die halten die Leute in solchen Settings, wo gelernt werden muss, wenigstens bei der Stange und dort brauchen Sie Personen. Und im Augenblick haben wir ja mit Corona eine sehr interessante Situation, nämlich, dass wir die Kinder und Jugendlichen alle zu Hause haben. Und der Lehrer fällt aus als derjenige, der darauf achtet, dass immer das gelernt wird, was er sagt und dass alle sozusagen aufpassen.
Und jetzt müssen sich die Schüler und Schülerinnen selbst organisieren. Das ist unglaublich, was da passiert. Manche erleben sich das erste Mal in ihrem Leben als Gestalter ihres eigenen Lernprozesses. Und natürlich gibt es auch andere, die das bisher schon als Lösung gefunden hatten, einfach zu sagen, Lernen ist so blöd, das will ich nie wieder machen in meinem Leben. Und denen hilft dann auch die Corona-Auszeit nichts. Die sitzen dann zu Hause rum, datteln vor ihren digitalen Geräten herum und langweilen sich. Und da gibt es aber auch bei denen dann eine Situation, nämlich dass man das als Mensch einfach nicht ewig aushält, sich zu langweilen. Und man kann auch nicht die ganze Zeit Netflix oder irgendwelche blöden Computerspiele machen. Das heißt, irgendwann meldet sich das Hirn und will wieder was zu tun haben. Selbst bei denen, die nur noch auf nichts mehr Lust hatten. Und das heißt, da kommt von innen heraus der Impuls. Und bei den anderen ist der Impuls ja schon da. Und dann heißt die Frage, okay, wenn jetzt einer wirklich wieder Freude am Lernen hat, und das ist die entscheidende Frage, dann ist es doch großartig, dass es digitale Möglichkeiten gibt, um sich jetzt die tollsten Sachen über Videos oder über das Mitverfolgen von Lehrveranstaltungen oder durch sehr schöne Darstellungen von schwierigen Prozessen. Auch gibt es da eine ganze Reihe von begnadeten Lehrern, die das für Schüler so erklären, dass es der Letzte versteht. Und das ist doch großartig, dass man das machen kann. Ich muss mir doch nicht von meinem Biologielehrer anhören, wie die Photosynthese funktioniert, wo ich nicht mal ganz sicher bin, ob der das auch richtig verstanden hat. Wenn ich wirklich wissen will, wie die Photosynthese funktioniert, gab es noch nie so viele Möglichkeiten wie heute für jeden Schüler, sich das Wissen anzueignen und sich zu informieren, wie die Photosynthese geht. Das Problem ist nicht, dass man das nicht lernen könnte. Und es ist sogar so, dass man das mit Hilfe digitaler Medien wahrscheinlich viel besser lernen kann, weil das ein selbstbestimmter Lernprozess ist. Das Problem ist, dass die meisten Kinder und Jugendlichen in der Schule ihre Freude am Lernen schon längst verloren haben. Was ist denn das Problem, wenn die jetzt auf einmal nicht mehr in die Schule gehen können und zu Hause bleiben müssen? Kann man die Eltern fragen. Das Problem ist, dass die auf einmal mit sich nichts mehr anzufangen wissen. Dass die eigentlich aber auch keine Freude am Lernen haben und am Gestalten, sonst würde ihnen ja zu Hause sofort was einfallen. Das heißt, die Schule hat eine Situation geschaffen, auf die Kinder und Jugendlichen reagieren mussten, indem sie sich ihre eigene Freude am Lernen und Gestalten, am Entdecken, am Kreativsein so lange im Hirn unterdrücken mussten, dass sie jetzt auch zu Hause, nicht, wo keine Schule mehr ist, kommt die so schnell nicht wieder hoch. Das dauert. Dann hört man ja immer wieder, mir ist langweilig, was soll ich machen? Ne? Wie die Kinder dann immer die Eltern belästigen. Wahrscheinlich ist es dann besser, wenn die Eltern sagen, ich weiß auch nicht, was du machen willst. Lassen Sie lieber das Kind mit der Langeweile zu Hause hocken, bis ihm selbst was einfällt, als dass sie dann den Beschäftigungstherapeuten machen und dem ein blödes Spiel nach dem anderen vorsetzen, nur damit der nicht rumquengelt. Absolut. In Ordnung. Absolut. Die Ohrenstöpsel reintun, damit man das Gequengel nicht hört und sagt, ich habe jetzt hier zu tun, guck du mal, dass du dir auch was suchst. Selbst mal herauszufinden. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, den Sie sagen. Also heutzutage ist so viel im Außen. Ich bin auch noch jung, klar, aber wenn ich jetzt auch mal gucke, wir haben draußen gespielt, irgendwie der Boden ist Lava mit der Fantasie und gar kein ohne Equipment. Einfach nur alleine wir Kinder auf dem Hof, da hat man sich abgeholt, indem man sich vor den Balkon gestellt hat und gerufen hat, hallo, kommst du raus? Und heute sehe ich dann einfach irgendwie Spielzeug, Handy, Tablet, nur außen. Und wenn man das wegnimmt, dann kommt mir es langweilig, was soll ich machen, beschäftige mich mal. Und diese Selbstbeschäftigung fällt ganz vielen Kindern ja schon früh schwer. Also dementsprechend... Ja, aber wir haben ja vorhin über Selbstorganisation gesprochen. Und nun stellen Sie sich mal vor, es gibt eine Konsumgesellschaft, in der der Wohlstand davon abhängt, dass möglichst viele Leute immer mehr kaufen. Klar.
brauchen sie ja, wie wollen sie denen alles Mögliche verkaufen, wenn die so vieles selber können? Das heißt, sie müssen die Menschen entmündigen, sie müssen sie ihrer Kreativität berauben, sie müssen ihnen ihre Gestaltungslust rauben, damit die dann auch, wenn sie wirklich im Garten was graben wollen, auf dem Handy nachgucken, wie man das macht. Ja, dann brauchen sie da schon wieder einen Dienstleister. Für alles braucht man heute einen Dienstleister. Ja, man kann nicht mehr sein Fahrrad selber reparieren. Viele, ich kenne viele, die können sich noch nicht mal mehr einen Knopf annehmen. In den ersten Familien wird jetzt sowas abgeschafft, was man früher Küche genannt hat. Die kochen auch nicht mehr. Das sind Fertiggerichte, werden dann nach Hause geschleppt. Und das wird dann alles noch damit begründet, dass man damit Zeit spart. Und die Zeit verbringt man dann auf irgendwelchen von irgendwelchen Dienstleistern bereitgestellten Freizeitangeboten. Das ist alles ein großes Cash. Da geht es nur um Geld verdienen. Und wer dabei auf der Strecke bleibt, das ist unser menschliches Zusammenleben. So. Und das geht auf Dauer so nicht gut. Wir werden immer blöder und wir werden immer lebensinkompetenter, weil uns immer mehr andere Instanzen außen die Lebenskompetenz abnehmen und uns auch dauernd zeigen, dass sie besser als wir Bescheid wissen, wie das geht. Und insofern, und in dem System spielt dann so eine Rolle, wo man auch noch die Freude am Lernen verliert, das spielt da sozusagen eine sehr unterstützende Rolle. Ja, also grob gesagt, es ist dann ja wirklich einfach nur so ein Zombie-Modus. Ein Zombie-Modus, wo man noch nicht mal selbst diese Begeisterung, diese Entdeckerfreude spürt, sondern nur angepasst ist und konsumiert. Also das Menschsein. Da bleiben ein paar auf der Strecke und die werden von den Sozialarbeitern und den Sozialpädagogen und diesen Dienstleistern wieder abgefangen. Sodass die dann auch nicht so sehr stören in der Gesellschaft. Eigentlich werden sie ja nicht wieder so richtig zurückgeführt in die Gesellschaft, sodass sie wirklich wieder selbst Gestalter werden, sondern die Hauptsache ist, sie machen nicht zu viel Ärger und sie fallen nicht zu sehr auf. Diese Obdachlosen und diese Alkoholiker und was es noch für Personen gibt, die zum Klientel der sozialen Arbeit gehören. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, dass man da, wie Sie jetzt auch dieses Buch, das Sie geschrieben haben mit den zwei Kollegen, dass man einfach die Menschen versucht zu erreichen und dafür zu sensibilisieren. Natürlich erreicht man nicht alle, keine Frage. Aber man muss eben versuchen, nicht die Symptome, also das muss natürlich auch sein, dass sich jemand um die vielen Symptome kümmert, die es hervorbringt, um die Gescheiterten, um die Kranken, um die Verzweifelten. Das ist ja okay, aber dabei darf man nicht vergessen zu gucken, was eigentlich die Krankheit ist, wo diese ganze Symptomatik herkommt. Und da könnte es sein, dass wir als Menschen, jetzt komme ich zum positiven Teil dieser Geschichte, kann sein, dass wir uns einfach ein bisschen verrannt haben, ein bisschen sehr sogar. Kann sein, dass wir sozusagen und nicht aufgepasst haben, denn ursprünglich hatten wir uns ja mal in Handel und Produktion und Wirtschaft herausgeformt, damit uns das Leben leichter gemacht wird. Und jetzt ist es so, dass wir die Sklaven der von uns selbst erfundenen Wirtschaft geworden sind. Und jetzt ist noch weiter so, dass die Wirtschaft die Sklaven der Finanzmärkte geworden sind. Und an der Stelle muss man sagen, hallo, jetzt wird es aber höchste Zeit, dass wir aufwachen. Und das ist natürlich eine große Transformation, die uns da ins Haus steht. Und die meisten Menschen haben eben auch wieder Angst, daran zu denken, was da alles so auf uns zukommen könnte. Aber wer einigermaßen denken kann, der kann sich auch vorstellen, dass wir so, wie wir im Augenblick unterwegs sind, auch nicht weitermachen können. Und in diese schwierige Konfliktsituation ist jetzt wie der heilige Blitz sozusagen Corona hineingeschossen. Genau, ich denke auch, also in jedem Fall, ohne da jetzt irgendwie in die Bewertung zu gehen, in jedem Fall sorgt es dafür, dass man still wird und dass die Menschen bewusster hinschauen. Ja, wir werden auch sehen, ob das jetzt schon reicht oder ob wir nochmal genauso weitermachen wie bisher, bis dann die nächste Unvorhersehbarkeit über uns alle hereinbricht. Und dann haben wir eine zweite Möglichkeit, die Änderungen
durchzuführen, die notwendig sind. Das ist einfach, das ist Selbstorganisation. Also ja. Als Biologe kann ich nur sagen, dass jedes lebende System hilft sich selbst. Wenn es zu viel Energie verbraucht, muss es seine innere Ordnung verändern. Das ist das, was wir jetzt erleben, dass das nur gerade durch solche Katastrophen passieren muss. Ja, wenn wir es selber nicht hinkriegen, dann ist es eben was anderes, was es hinkriegt. Auf einmal so ein Winzling, so ein Virus. Und dann kommt die frohe Botschaft, wo ich jetzt eigentlich hin wollte. Das heißt, es ist nie zu spät. Also wir haben ein zeitlebens lernfähiges Gehirn. Man kann jederzeit nochmal zur Vernunft kommen. Man kann auch jederzeit nochmal in eine Situation kommen, wo man wieder in Berührung kommt mit diesen Anteilen, die einen eigentlich wirklich lebendig machen. Es ist schon dem Saulus gelungen, als der damals zum Paulus geworden ist. So alt ist dieses Thema schon. Das ist auch so eine Verwandlung, wo der so über die Berührung plötzlich ein anderer geworden ist. Und deshalb bin ich sehr optimistisch, dass wir im Augenblick eine der spannendsten Zeiten erleben, die es überhaupt nur geben kann, nämlich die Zeit, wo etwas Altes zu Ende geht und etwas Neues am Horizont aufscheint. Und wo dieses Neue aber auch etwas ist, was ein bezauberndes Licht sozusagen ausstrahlt. Irgendjemand, was manche sagen, das sei Nelson Mandela gewesen, irgendjemand hat aber mal diesen Satz gesagt, es ist nicht die Dunkelheit, vor der wir Angst haben. Es ist das Licht, was plötzlich über uns kommen könnte, wenn wir verstünden, was wir eigentlich für tolle Typen sind. Also was für eine Kraft in uns Menschen steckt. Wow. Und in der Tat, das kann man ja einfach mal an der Stelle sagen, es ist nicht die Aufgabe des Menschen, diesen Planeten zu ruinieren. Sondern wenn er einigermaßen seinem Namen Homo sapiens gerecht werden will, dann geht es nur um eines, nämlich dass er die einzige Art auf diesem Planeten ist, die die Dinge und Zusammenhänge so gut versteht, dass sie das Leben auf diesem Planeten in seiner ganzen Vielfalt und in all seinen Entwicklungsmöglichkeiten schützt. Darum geht es. Das ist schön. Das sind wunderschöne Abschlussworte für dieses Interview. Ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und für die Impulse, für die Erkenntnisse und vor allem auch für die mutmachenden Worte. Ich glaube einfach, dass unser Gespräch genau die richtigen Leute erreichen wird und wie wir in dem Gespräch auch gesagt haben, vielleicht auch dieser Impuls von außen dafür sorgt, dass die Menschen, die das hören, in sich was erkennen, was lange verborgen war. Vielen Dank für Ihre Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns vielleicht bald nochmal für ein Gespräch wieder. Sehr gerne. Alles Gute wünsche ich allen, die uns hier zugeschaut und zugehört haben. Und vielleicht noch als letzte Botschaft. Man kann keinen anderen Menschen verändern. Das Einzige, was Sie verändern können, ist sich selbst. Machen Sie es gut. Vielen Dank.